Also folgendes, jetzt machen wir mal hier auf easy. Ich speichere gleich nochmal. Und dann mal gucken, was der Tag uns Schönes bringt. Ja, ich bin ein bisschen nervös jetzt. Ach, wir haben was vergessen. Ach, verdammt. Lalalala. Es bleibt ja noch ein bisschen Tag. Ich muss mal ganz schnell zurück, weil wir haben natürlich das Fressen vergessen. Wenn wir da unten zum Spawner steigen, dann möchte ich das nicht ohne Schweinshaxe im Gepäck machen. Weil das ist mir dann ein bisschen lieber, wenn wir da ein kleines Health Pack dabei haben, sozusagen. Und wir müssen hier aufpassen wegen Spinnen. Das war jetzt ganz toll. Naja, nehmen wir mal hier ein bisschen was zu happern mit. Da so. Für den Notfall. Das könnten wir uns hier nochmal irgendwo auf Halde legen. Das Eisen holen wir dann mal schnell raus. Packen das hier wiederum rein. Ich höre ganz viele Zombies übrigens. Da unten sind Zombies. Und die sind alle schon da in diesen Wasserstrahl rein. Hahaha. Es funktioniert. Und ein Skelett ist da unten. Es funktioniert. Ein Traum. Jetzt müssen wir noch Wasser von den Seiten runter machen, damit die Spinnen leiden. Und müssen mal gucken, wie das da unten mit der Monsterfalle zusammenarbeitet. Also mit den Spawning Grounds. Ihr Ekelhaften. So, gib mal her den alten Ranz. Und dann können wir mal... Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier nach oben gehen. Kommen da auch Spinnen raus? Ich gehe mal einfach weg hier. Schnell, lauf! Lauf! Nein, es bleibt alles ruhig. Auf jeden Fall haben wir gerade gesehen, dass die Spawning Grounds wunderbar funktionieren. Da sammelt sich richtig was an und hier habe ich immer das Gefühl, dass hier gleich irgendwas angreift. Wie zum Beispiel ich das Schaf. Mit einem Braten! Du schweinebratenen Schaf! So. Okay, ein Huhn auf dem Weg zur Höhle. Ich beachte dich nicht! Ich hasse Hühner auf dem Weg zur Höhle. Oder Hühner in Höhlen. So, Freunde. Jetzt mal folgendes. Ich muss mal ganz kurz nebenbei. Ich hoffe, ihr seht das jetzt nicht. Ich mach mal folgendes. Ich beende mal die Musik. Ich habe leider Mist, ich habe die Playlist, muss ich nämlich noch überholen. Und jetzt mache ich nämlich mal das hier. Da musste ich jetzt tricksen. So. Und wir gehen in die Höhle der Zombies. Und ich höre schon jetzt ein Skelett. Das ist nicht sehr beruhigend. So. Hallo zurück, Freunde. Nehmen wir doch mal den Wasserstrahl ins Glück. So, pass mal auf, ich mache jetzt mal folgendes. Der Performance halber schalte ich mal ganz kurz die Texturen aus. Also ich werde mal ganz kurz in die Pause gehen. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder in der Zombie-Höhle. Bis gleich! So, Texturen sind resettet und los geht es in die Zombie-Höhle. Oh, mit einer Gitarre. Ich glaube, ich nehme mal das Ding hier. Ich höre auch schon Zombies. Ich habe mir ein bisschen Verstärkung mitgenommen. Mit dabei ist der gute Sarazar. Und hier ist Trash Tasmani. Und hier ist noch irgendwer. Keine Ahnung. Scheiße, und hier muss irgendwo der Zombie-Spawner sein. Nein! Verdammt! Sie brechen durch! Na komm schon!
Traut euch! Ach, na, hör auf! Alles okay? Weiter! Kommt ihr? Lade nach! Ich auch! Lade nach! Badespaß! Ich höre hier gerade irgendwo... Lade nach! Okay, das riecht nach Falle, Freunde! Lade nach! Oh fuck, oh fuck! Lade nach! Oh fuck! Ich brauche mal Hilfe! Scheiße! Steh an! Ja, ich beeil mich! Oh, mein Bein! Danke! Pass auf dich auf, damit das hier nicht umsonst war. Ja, Mann. Sorry, Alter. Scheiß Tank. Jetzt geht's gut. Danke. Lade. Wo? Wo? Lade nach. Okay, hier lang. Lade nach. Lade nach. Hier muss doch irgendwo der Spawner sein, verdammt. Boah. Seid ihr noch da? Lade. Lade nach. Ich lade nach. Lade nach. Super. Freu mich. Brüllt doch nicht so. Die hören uns doch. So, wir müssen hier ganz in der Nähe sein. Redstone! Ah, ich habe keine Spitzhacke dabei. Scheiße. Psst! Ruhe! Vorsicht da oben! Ah, Mann! Ich höre was. Boah. Okay, Pause, Leute. Smoker! Wollen wir? Nein! Gefällt mir das. Boah, hier ist doch ein Nichtraucher. So, Freunde, ne? Ich mach mal Augen zu, bis gleich. Ja, boah, hab ich scheiße geträumt. Boah, ich hab geträumt, ich war gerade in so einer komischen Zombie-Höhle und alles sah so merkwürdig aus und dann war da irgendwie der Spawner und dann haben da 1000 Zombies angegriffen. Alter Schwede. Und wie kommt eigentlich die Kiste ins Haus?